Und damit herzlich willkommen zum Finale des Hühnerfutterturniers. Oder genauer dem Spiel um Platz 5. Also, ja, wer nun der Beste unter den Schlechtesten ist? Der Beste der zweiten Hälfte, sagen wir es mal so. Und wir haben Friedrich und Sultan auf der linken Seite und Vasier und Schlange auf der rechten Seite. Beide Teams haben es geschafft, sich hier im Hühnerfutterturnier sehr gut zu schlagen und sich jetzt vorzuboxen, um mal zu sagen, okay, wir sind schon mal zumindest nicht auf den beiden allerletzten Plätzen, sondern zumindest schon mal ein bisschen weiter vorne mit dabei. Und man kann sich schon so ein bisschen, man kann schon ein bisschen sagen, dass sie sich ein bisschen im Mittelfeld einreihen dann. Und ja, schauen wir mal, wer hier den Sieg davontragen wird. Friedrich Sultan oder Vasier Schlange. Beide Teams, die auch im normalen Turnier sehr viel Potenzial hatten, nicht komplett ausspielen konnten. Gut, beide Teams hatten eins gemeinsam. Und zwar haben beide Teams gleich zu Beginn gegen die Finalisten spielen müssen. Also sowohl gegen Platz 1 als auch Platz 2. Friedrich Sultan musste gegen Emir Abt antreten, die Platz 2 geworden sind. Und Vasier Schlange mussten gegen den ersten Platz sogar antreten, gegen Richard Kalif. Dementsprechend beide Teams nicht gerade mit viel Glück gesegnet, weshalb sie sehr früh rausgeflogen sind. Aber jetzt haben sie nochmal ihre Chance zu scheinen. Und wir werden sehen, wer von beiden den Sieg davontragen wird. Alles klar, legen wir los. Alles ist ansonsten wie gehabt. Und wenn wir schon mal wie gehabt sind, gehen wir mal ganz kurz durch. Da ist mein schöner Burgenzettel, wunderbar. Was die Fokussierung angeht übrigens, Friedrich geht immer auf den Reichsten, was bedeutet, versteht ihr, Reiche? Friedrich immer auf den mit dem meisten Geld und das wird am Anfang höchstwahrscheinlich die Schlange sein. Später im Spiel dann der, na, Pol, vielleicht Vasier, je nachdem, wie gut und fröhlich er gerade im Ausgeben ist. Während es beim Rest ziemlich feststeht. Und zwar, Sultan greift den Nächsten an und Schlange, Vasier haben als Team einen sehr entscheidenden Vorteil. Und zwar, beide greifen den Schwächsten an. Was bedeutet, wir werden eigentlich von Vasier Schlange immer Teamangriffe sehen. Was das Ganze natürlich ziemlich effektiv macht, wenn es nun darum geht, den Sultan früh rauszuklopfen oder Friedrich auch ordentlich eine mitzugeben. Weil das kann natürlich wehtun. Vieles hängt davon ab, wie gut und effektiv Friedrich hier handelt. Ja gut, okay, ist halt bei einem Team so, dass nicht erst zwei Mittelklasse-KIs oder einer unteren Mittelklasse und einer oberen Mittelklasse besteht, sondern wirklich aus einem Main-Carry, also einem, der jetzt wirklich hauptsächlich die Stärke mit sich bringt und einem, der einfach nur da ist, um den Platz zu füllen, ne? Einfach nur für die Quote quasi so reingestopft. Ein Quotensultan. Alles klar. Aber gut, gehen wir mal so zu Beginn, während alles aufbaut, noch ein bisschen hoch und schauen mal, was wir so an Burgen haben. Bei Friedrich haben wir wieder mal die altbekannte und geliebte Burg Nummer 8. Bei Sultan macht es zwar nicht viel aus, aber Kleinvieh macht auch Mist, auch so was die Burgenunterschiede angeht, ist die Burg Nummer 8. Bei der Schlange, die Burg Nummer 6 und bei Vasier die Burg Nummer 8. Und wir sehen, apropos Vasier, den ersten Angriff von eben diesen, der jetzt gerade auf, ich wollte gerade sagen, auf Friedrich geht, das kann aber nicht sein. Wenn für sie auf den Schwächsten geht, müsste es ja eigentlich Sultan sein. Aber Friedrich fing das ganz gut ab, aber auf der anderen Seite greift auch die Schlange an und das könnte natürlich ein bisschen wehtun, zumindest wenn der Sultan nicht schon die Bogenschützen oben hatte. Und tatsächlich, Sultan mag jetzt an sich nicht so stark sein, aber er könnte durchaus gegen die Schlange gegenhalten. Die arabischen Schwertkämpfer sind da nicht schlecht, was den Push gegen reine Bogenschützen angeht und natürlich auch gegen die Lanzenträger. Großes Problem wird sein, wenn der Sultan eben seine Bogenschützen nicht da hat. Also, Sultans Verteidigungskraft kann von unterdurchschnittlich zu absolut miserabel werden, je nachdem, ob die Bogenschützen im Bergfried sind oder nicht. Wir haben ja gesehen, was passieren kann, wenn die Bogenschützen da sind und die Feuerwerfer. Wir haben es gesehen gegen den Abt, wie lange der stellenweise durchhalten kann. Aber das ist alles ein Kann und kein Muss beim Sultan. Das ist das Problem, weil alle seine Bogenschützen, die er ausbildet, sind... Junge, das ist... So früh willst du jetzt noch nicht ins Licht gehen, oder? Es sind halt alles Angriffsbogenschützen. Alle für den Angriff rekrutiert, nichts für die Verteidigung. Das heißt, es ist wirklich ein Glücksspiel, ob da jetzt gerade Bogenschützen zur Verteidigung da sind oder nicht. Und wir haben Friedrich, der unbedingt zur Schlange fahren will und Vasier, der unbedingt
zum Sultan fahren will, weshalb sich die Ballisten und Katapulte dann in der Mitte wahrscheinlich einmal so treffen und einmal abklatschen, so High Five, weiter geht's. Okay, ich glaube eher, dass die Ballisten die Katapulte zerschießen werden. Die Katapulte würden High Five geben. Sind wir wenigstens mal so freundlich zu sagen, dass die die solidarischeren sind. Die wollen nur Gebäude kaputt machen. Gut, und Leute, wenn sie da im Weg stehen, gerade bei den Steinen. Das sind dann Kollateralschäden. Aber ja, die Feuerballisten vom Vasier sind schon echt böse. Die haben hier gerade so eine wirkliche Felddominanz. Das ihr gefällt. Und Friedrich anscheinend am Angreifen. Ich sehe zumindest Baumeister, die jetzt in den absoluten Tod rennen. Selbst wenn die Ballisten nicht da wären, sind hier die Schlangenbogenschützen. Die gerade sich mit den Schleuderschützen ein bisschen betteln, was aber nicht so viel bringt. Übrigens, jemand hat auch mal geschrieben, neben dem Video, das ich noch plane, zu europäischen und arabischen Bogenschützen und den Unterschieden, hat jemand auch mal gemeint, ich soll was zu Schleuderschützen machen. Lustigerweise bin ich gerade dabei, mal wieder meinen Zweitkanal ein bisschen wieder zu beleben und da einige Videos vorzubereiten. Das habe ich ja schon mal erwähnt, mit den verschiedenen Schadensarten. Und jemand hat schon mal gemeint, ich soll mal was zu Schleuderschützen machen. Wo sie effektiv sind, wo nicht. Und stellenweise wird das natürlich schon mit diesem Video beantwortet, die ich spätestens, wenn es zu den Schleuderschützen geht, wie viel Schaden sie machen und welchen Einheiten. Aber ich könnte auch mal ein extra Video hier auf dem Kanal zu den Tippvideos mal den Schleuderschützen widmen, wofür sie sich eignen könnten, wie die Preis-Leistung ist und alles drum und dran. Und wir haben einen angreifenden Sultan, was natürlich ultra schlecht ist, im Sinne von, jetzt ist seine Burg leer. Egal, was ihn jetzt angreift, jetzt könnte ihn auch ein kleiner gezüchteter Schwarm Mücken umwatzen. Das ist nicht... Ja, und kaum erwähnt, nichts greift die Schlange an, ne? Das könnte für den Sultan echt knapp werden, es sei denn, er bildet jetzt... Oh gut, ein Bogenschütze kam raus, das könnte den Tag retten. Ja, obwohl jetzt, wie er so herkommt... Es tut weh. Autsch. Also ja, Schlange mit der Bogenschützen-Apokalypse ist natürlich echt böse. Auf der anderen Seite hat der Sultan noch ein paar Schwertkämpfer, also könnte er es vielleicht schaffen gegen die Lanzenträger? Vielleicht. Ja, also das könnte er überleben, aber es ist trotzdem... Wenn er Glück hat, dass Sultan... Werfen sich jetzt die gesamten arabischen Bogenschützen in den Häcksler. Aber es... Oh Gott, ja. Jetzt kommt der Vasier noch mit dazu. Das ist das, was ich meinte mit Teamangriffe. Weil das Schöne für die Schlange ist, dass der Vasier oftmals seine britischen Bogenschützen mit reinschickt, sobald die irgendwo offen ist. Und das ist dann natürlich perfekt für so ein Team-Kombo einfach nur. Kombo-Break. Aber aktuell steht der Sultan noch. Friedrich weiterhin am Friedrich-Sachen machen. Sultan hat immer noch ganz schön was in der Bank. Das ist halt so wirklich die Sache beim Sultan. Eigentlich ist er in den meisten Fällen tot, bevor er pleite geht. Dementsprechend ist die Wirtschaft jetzt nicht so wichtig, aber hat er eh fast keine. Friedrich... Braucht immer noch eine ganze Weile. Übrigens, ich habe Friedrich mal schwarz gegeben, weil ich habe jetzt überlegt, wer kriegt die Farbe gelb? Friedrich oder Schlange? Und ich finde, Schlange ist mehr das Original, was die gelbe Farbe angeht. Da bin ich dann bei Friedrich lieber zur Zweitfarbe gegangen. Und schwarz ist eben die Zweitfarbe, weil eben, ja, Heiliges Römisches Reich. Hauptsächlich die Farben gelb und schwarz. Und wenn gelb vergeben ist, dann nehme ich eben die andere. Beziehungsweise so ein schwarzer Adler auf dem Hintergrund, wenn ich mich recht erinnere, beim Heiligen Römischen Reich. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, aber ich glaube, das schwankt auch wieder von Zeitperiode zu Zeitperiode. Ich meine, das Ding hat ja so um die 1000 Jahre existiert, dementsprechend können sich da immer mal wieder Dinge unterscheiden, je nachdem, in welchen Zeitrahmen man reinguckt. Oh, jetzt hat Friedrich wohl mal umgeswitcht. Man sieht es zumindest an den Katapulten, dass er jetzt sagt, okay, Vasier ist jetzt ein bisschen schnucklicher in meinen Augen. Vasier der Schnuckliche. Obwohl, eigentlich hat die Schlange mehr Geld. Warum geht Friedrich eigentlich nach dem Geld? Eigentlich sollte Friedrich denjenigen angreifen, der die hochwertigere Taucherausrüstung hat.
Bogenschützen halten ein bisschen. Also das sieht jetzt nicht so schlimm aus wie letztes Mal, der Schlangenangriff. Aber es wird eng für den Sultan. Dementsprechend muss Friedrich mal ein bisschen zupacken. Übrigens, ich möchte eine kleine Ankündigung machen mal an der Stelle. Weil das ist jetzt der letzte KI-Kampf. Also ich kann euch mal sagen, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergehen wird bezüglich Stronghold-Content. Vor allem jetzt, dass Stronghold Warlords verschoben wurde. Und hat Friedrich da eigentlich keinen Turm? An der Farm kann es nicht liegen, die ist zu weit weg. Ist er zerstört worden und hat keinen Stein übrig? Gute Frage. Und das, selbst wenn die Farm näher dran wäre, die KI ist ja so gepolt, dass sie immer Farm zerstört, wenn sie Türme bauen will. Ja, gute Frage, warum der jetzt da nicht steht. Ja, das scheint der Sultan. Also Sultan steht gerade überraschend lange. Ich hätte echt gedacht, so mit kombinierten Anstrengungen von Vasier und Schlange sollte er nicht lange überleben, aber er überrascht mich gerade. Er hat sogar jetzt ordentlich was an Schwertkämpfern in Reserve. Aber ja. Stronghold Warlords wurde ja auf nächstes Jahr verschoben, auf Januar. Dementsprechend haben wir für dieses Jahr am Ende dann doch ein bisschen mehr Platz, was Stronghold-Content angeht. Und wie geht's jetzt die Wochen weiter? Ich kann schon mal ein kleines bisschen ankündigen und teasern. Zum einen haben wir jetzt natürlich jetzt das Finalspiel, das ist heute. Nächste Woche gibt es dann so eine Endstatistik, bei der wir uns nochmal angucken, wer hat wie performt. Dann die Woche drauf gibt es vielleicht nochmal ein Freundschaftsspiel, weil viele wollten ja unbedingt nochmal, dass Sultan Friedrich gegen Richard... Man kann es ja mal umdrehen, ne? Man kann sowohl Friedrich Sultan als auch Vasier Schlange gegen das jeweilig andere Team kämpfen lassen, gegen das sie rausgeflogen sind. Friedrich Sultan sind ja gegen Emir Abt rausgeflogen. Dementsprechend kann man ja Emir Abt gegen Vasier Schlange... Weil ganz ehrlich, ich glaube, andersrum sind die Teams effektiver. Vasier Schlange ist ja gegen Richard Kalif rausgeflogen. Und gegen Richard Kalif könnte ich mir vorstellen, dass Friedrich Sultan effektiver sind. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass Vasier Schlange gegen Emir Abt effektiver sind. Vor allem wegen dem Bogenschützen-Spam gegen die Mönche. Als es jetzt hier Friedrich Sultan war. Man kann das mal so umdrehen und es gegen die beiden Gewinner quasi, also die beiden obersten Plätze, da steht ja schon mal fest, vom Hühnerfutter Cup, nochmal gegen die beiden anderen antreten lassen, gegen die sie noch nicht gekämpft haben. Das wären noch zwei Freundschaftsspiele, die ich vielleicht wirklich machen könnte. Oh, Kombinationsangriff Sultan Friedrich, auch wenn der nicht viel bringt, weil sich Friedrich komplett von den Feuerballisten zerschießen lässt. Machen wir da ein bisschen höher. Es könnte ein bisschen dauern, bis hier Ergebnisse erzielt werden. Bis hier Ziele, Ergebnisse... Obwohl, die Menge an arabischen Schwertkämpfern ist für die Schlange tatsächlich gefährlich. Zumindest wäre er ein bisschen angeschlagen. Übrigens, viele haben gesagt, diese Burg ist jetzt nicht ganz... Also, es ist immer relativ, wie stark jetzt die Burg der Schlange ist. Klar ist das Tor hiervon ein Nachteil. Aber diese Burg ist deshalb Platz 1. Zum einen, weil sie wirtschaftlich okay ist, wirklich, von allem her. Und zum anderen... Der Turm da vorne bringt eine Menge. Das ist zum einen sind ja einfach nur an der Front massiv viele Bogenschützen. Das heißt, diese Burg von der Schlange ist ultra effektiv, wenn es darum geht, feindliche Schützen. Wenn sich da feindliche Schützen sammeln, die richtig schnell wegzuschießen, weil da hat wirklich alles von Bergfried gesammelt, die Türme sind gut besetzt, also der kann richtig gut alles zerballern, was näher kommt. Sie ist natürlich anfälliger für Sturmangriffe von Gepanzerten, einfach nur, weil die hier schnell aufkloppen und durchkommen können. Aber das ist allgemein eher so ein Problem der Schlange. Es gibt nur ein paar Schlangenburgen, die haben das Problem nicht. Dafür haben sie aber wieder das Problem, dass die Verteidigung so verteilt ist, dass sie sich leichter zerschießen lässt. Das ist so eine Sache. Ich habe jetzt mal Mehrwert darauf gelegt, dass Gegner schon beim Ansammeln quasi zerböllert werden können. Und ja, was Stronghold-Content angeht, wie gesagt, wir haben dann vielleicht noch zwei Freundschaftsspiele. Danach mache ich eventuell die Tippvideos zu den Bogenschützen und vielleicht dann noch zu den Schleuderkämpfern. Vielleicht mache ich sogar eins zu europäischen und arabischen Schwertkämpfern und zu den Unterschieden. Pre-Patch dann, also vor dem Patch. Und dann haben wir immer noch ein paar Monate, bis Stronghold Warlords erscheint. Was könnte ich da machen? Nun, ich habe vor kurzem... Sultan an der Front... Machen die Lords ja gerne, wenn Bogenschützen draußen sind und die Burg offen ist. Aber an sich... Stell mal vor, du bist ein einziger Maulai, also ein einziger arabischer Schwertkämpfer, und da kommen so 20 Sklaven und du bist so wirklich so filmreif, stehen die so um dich herum und du machst so einen richtigen Maulai-Roundhouse-Säbelschlag einfach nur. So und alle fallen oben. So. Oh my, Shinderio. Maulai?
Statt Nani einfach mal la. ja. Aber ja, ich habe mir was ausgeguckt. Und zwar eine Mod Stronghold, beziehungsweise eine Mod Stronghold Crusader, die schon länger existiert und vor 2 Jahren das letzte Mal geupdatet wurde. Also tatsächlich noch ein bisschen Liebe erfährt, obwohl sie schon älter ist. Und die ich bis jetzt noch niemals großartig behandelt habe. Die Rede ist von Stronghold Europe. Dem Mod für Stronghold Crusader, der Stronghold Crusader wieder in Stronghold 1 verfrachtet. Und Stronghold Europe hat aktuell wirklich 3 eigene Kampagnen und einen komplett eigenen Kreuzzugmarsch. Mit dem komplett europäischen Setting. Ich habe mal auch schon installiert und getestet und probiert und es funktioniert. Einziger Nachteil, die neueste Version, bei der es auch den Kreuzzugmarsch gibt und 2 zusätzliche Kampagnen, gibt es leider nur auf Englisch. Ich glaube, es gibt ist ein deutsches Entwicklerteam dahinter, aber es gibt noch keine deutsche Übersetzung von der neuesten Version. Weshalb ich wahrscheinlich erstmal einfach den Kreuzzugmarsch spiele. Das sind die englischen Texte jetzt nicht so schlimm. Bei den Kampagnen könnte es ein bisschen blöd werden, weil da ist wirklich eine große Flut an Text. Und das könnte ein bisschen... Also ich kann schon Englisch, so ist es nicht. Nur ist es dann ein bisschen blöd, das on the fly immer einfach zu übersetzen für Leute, die jetzt weniger Englisch bemächtigt sind. Gibt es durchaus beim Zuschauen, das weiß ich. Dementsprechend würde ich es dann auch gerne einfach auf Deutsch dann vorlesen, mehr oder minder und so. Und vielleicht übersetzen kann ich im Grunde, aber es ist manchmal ein bisschen blöd. Von daher mache ich zuerst einfach mal den Kreuzzugmarsch, den es dort gibt. Beziehungsweise ist die Frage, ob man das überhaupt Kreuzzugmarsch nennen kann, wenn es in Europa spielt. Und dann... Ich meine, der wird, glaube ich... Ich glaube, der hat mindestens 30 Missionen gehabt. Und dann können wir uns irgendwann mal den Kampagnenmissionen da widmen, die es gibt. Ist auf jeden Fall cool. Es ist sogar größer und umfangreicher, als ich dachte, Stronghold Europe. Bin ich mal gespannt. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, ob es funktioniert und war ziemlich begeistert mit von dem, was ich gesehen habe. Also so, wenn man sich bedenkt, was es noch an so Freundschaftsspielen gibt und das, die Endstatistik und die paar Tippvideos. In so 1 bis 2 Monaten wird es dann wahrscheinlich damit losgehen. Und da haben wir Vasier, der jetzt auf Friedrich geht. Nee, der sammelt sich hier bloß, oder? Ah, der Turm steht. Aber an sich wirklich nicht schlecht, dass Sultan echt immer noch steht. Oh je, jetzt wurde der weggeschossen wie sonst was. Sammelt sich hier zusammen mit Friedrich... Oh Gott, die Baumeister. Gut. Massiv. Okay, jetzt... Ah, Friedrich ist immer noch weit davon entfernt, dass er von den Schwertkämpfern eine gute Masse erreicht hat. Da sammelt er sich ja dann nicht so schnell. Ah, für den Sultan wird es langsam eng. Friedrich könnte wahrscheinlich wirklich, vor allem jetzt, wo die Angriffsarmee ist, Friedrich könnte mit dem, was er hat, wenn er direkt drauf losstimmen würde, bestimmt die Schlange wegnatzen. Aber großes Problem bei Friedrich, er sammelt sich vor den Feuerwehrlisten vom Vasier. Friedrich hat um einiges einfacher, wenn er einfach in die Plätze getauscht wären. Und er würde einfach nur effektiv jetzt auf die Schlange gehen können. Da hätte er um einiges mehr erreicht. Aber das ist das, was ich meine. Sofern der Angriff jetzt nicht übertrieben stark ist. Also selbst ohne die Ballisten, also die reine pure Masse an Bogenschützen kann dann selbst Gepanzerte ziemlich schnell zersäbeln. Und dieser reine Pfeilhagel, der hier kommt, also die Schlange ist mit dieser Burg ziemlich safe, bis zu Angriffen, die dann wirklich schon mit bis Endgame-Bereich sind. Und ab da ist es dann eh aus für die Schlange, egal was für eine Burg er hat. Zumindest wenn jetzt einfach mal so ein Angriff mit 50 bis 100 Gepanzerten so auf die Schlange stattfindet, da kann der nicht mehr viel machen. Ein Schleuderkämpfer sie zu knechten. Oder auch nicht. Einigen wir uns auf Unentschieden. Aber gut. Sultan kommt es wahrscheinlich zugute, dass er jetzt mal vom Geld leer ist. Dann braucht er einfach länger, um seine Truppen zu sammeln. Und dementsprechend steht er länger. was bedeutet? Friedrich ist jetzt gerade ordentlich am Geld sammeln. Bei ihm ist eher das Problem, dass er mit den Truppen nicht hinterherkommt. Obwohl er schon Bogenschützen raushaut, wie sonst was. Genau das. Und ja, aktuell die Schlange tatsächlich mehrere. Also die Schlange... Solange die Schlange noch im Rennen ist, kann der Vasier jetzt eigentlich noch machen, was er will. Weil so wie Friedrich ihn ignoriert... Holla, die Waldfee.
Das tut weh, aber die gesamten Bogenschützen sind weg. Aber die arabischen Schwertkämpfer sind auch schon noch ein Problem. Apropos Problem. Autschi. Aber Sultan hält noch. Jerusalem. 45 Grad. Windstill. Der Sultan hält. Obwohl, ich wage es jetzt zu bezweifeln langsam. Das zweifle ich zu bewagen. Obwohl, da kommt nochmal, ich glaube, er überlebt es noch. Ja. Holla. Also jetzt wollen sie es wirklich wissen. Mit allen Mitteln. Bleibt sofort stehen, ihr Schwein. Was könnt ihr es wagen, hier auf meinen Blumenbeeten rumzutreten? Ja, das ist wirklich den Briten hinterher rennt, ey. Dafür bezahlt ihr mir aber. Ja, Friedrich. Was hier gerade, weil er frisch angegriffen hat und seine Truppen nicht neu sammelt, gerade anscheinend. Einen relativ guten Finanzspritze gerade. Aber Sultan, also an sich, klar, die Schlange greift hier und da ein bisschen Wirtschaft an mit Sklaven, aber an sich wirtschaftlich störend sind die nahezu gar nicht, die beiden. Weshalb sich der Sultan selbst mit seiner Gurkenwirtschaft, ich meine, zwei Steinbrüche sind trotzdem nicht ohne. Er macht zwar keine Farm, aber die Steinbrüche sind gut am Arbeiten und ihn wieder, immer wieder mal am Geld einbringen. Er kann sich vielleicht hier wieder aufbauen von dem, was er hat. Sofern er jetzt nicht gleich wieder angegriffen wird. Die Ritter, das Einzige, was jetzt wirklich verhindert, dass die Ritter effektiv was kaputt machen können, sind wirklich die Feuerballisten die ganze Zeit vom Vasier, ne? Die machen halt wirklich auch perversen Schaden an Rittern und Schwertkämpfern. Aber ich habe vor kurzem ein erstes Video gemacht mit dem Test, wie viel Schaden so eine Feuerballiste am Lord macht. Das ist einfach unglaublich. Das ist so grottig. Das ist das Grottigste im ganzen Spiel. Also was Schaden angeht. Okay. Alle sind noch im Spiel. Friedrich hat ganz gut was an Knete. Ich stelle mir gerade mal... Uff, ich glaube, das könnte es für einen Sultan jetzt sein. Also würde mich echt wundern, wenn er das überlebt. Und die Schlange killt ihn dann auch noch. Wie er nicht kriegen. Oh boah, es könnte schlimmer sein als die Schlange. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen, so auch der arme Sultan. Heftig. Jetzt geht's natürlich... Eine Nachricht zur Schlange. Ehrlich gesagt langweilt es etwas, immer nur zu gewinnen. Jetzt spielen die Leute zwei gegen Friedrich. Das ist wie 5 gegen Willi, bloß in der abgeänderten Version. Ach du Blitzheit. Also die Ballisten sind halt echt böse. Und wenn jetzt Friedrich nochmal angreifen sollte, ist sein... Oh Gott. Friedrich, das war kein Befehl. Das war nur ein Was-wäre-wenn. Das tut halt weh. Seine Truppen, die sich sammeln, werden halt so zerhackstückt von den Ballisten. Ich meine, die Bogenschützen wehren sich schon. So ist es nicht. Und jetzt kommen noch Armbrustschützen. Vielleicht machen sie die Ballisten... Ja doch, sie machen sie kaputt. Immerhin. Ich meine, so wie die sich jetzt sammeln und die Sachen wechseln, vielleicht schafft es Friedrich also tatsächlich mal. Die Sachen sind ein bisschen beschädigt. Da könnte die Schlange eventuell sogar jetzt natzen. Andererseits hat die Schlange jetzt aber auch gut Truppen gesammelt, ne? Hier, die Feuerballiste hier. Die alleine die macht so viele Schwertkämpfer kaputt. Zack, wieder eine. Zack, wieder eine. Braucht einfach zu viel Zeit mit Sammeln. Ja, jetzt schafft das nicht mehr. Selbst mit Gewehr sammeln. Ja, da schießt auch nochmal ein. Dass die Feuerballisten vom Vasier machen halt einen riesen Unterschied. Die haben schon mal die Hälfte der Schwertkämpfer im Vorfeld weggenatzt und die andere Hälfte wird ja einfach von den Bogenschützen zersäbelt. Aber die Schwertkämpfer müssen einfach nur genug Schaden an den Türmen anrichten,
weil die KI ja nicht repariert, dass es beim nächsten Mal fast einen spontanen Durchbruch gibt. Wenn dann noch ein Angriff stattfindet, wenn die Angriffsgruppen nicht da sind, hätte Friedrich noch eine Chance. Wenn er bis dahin überlebt, denn die Kombinationsangriffe von Vasier und Schlange sind böse. Wirklich böse. Glaubt mir. Das Katapult hat sich weggegärtnet. Es wurde veräppelt. Ja, also das Gemeine ist ja bei Vasir schon allein mit seinem berittenen Bogenschützen kann der gute Teile von Friedrichsburg räumen. Wenn jetzt, ja, wollte gerade sagen, wenn jetzt noch die Schlange dazu angreift, ist das, puh. Und die Schlange kann mit den ganzen Trickern tatsächlich halbwegs effektiv rütteln. Also der Buggrab geht relativ schnell auf. Einfacher als der vom Vasir aufgeht. Das ist das, was ich meinte. Weil das ist, klar ist der auch schon ein bisschen dick, aber es gibt einige Stellen, wo man wirklich schnell durch ist. Zumindest wenn die KI weiter... Er hat noch ein Stück gefehlt, ne? Aber das ist etwas... Da wird es Friedrich schwer haben, sich gescheit von zu erholen, weil jetzt geht da ordentlich die Post ab. Aber jetzt dadurch, dass jetzt so lange der Angriff festhängt, es könnte sehr, sehr gut sein, dass jetzt Vasir mal mehr Geld hat. Und wenn Vasir mal im Fokus von Friedrich steht, ich glaube, das ist aktuell... Ist der Vasir anfälliger für Angriffe vom Friedrich als die Schlange, einfach nur weil sich Friedrich hier besser abschießen lässt die ganze Zeit. Also die Ballisten. Die KI, oftmals ist ja inkonsequent, was Störgeräte angeht, aber da sieht man mal, was drin ist, wenn die halt konsequent die Störgeräte raushaut, dann war sie halt die Feuerballisten. Ich finde ja Störfeuerballisten viel schlimmer als die Störkatapulte, weil die halt wirklich effektiv gegen alles kämpfen können, was auf dem Weg liegt. Und das ist gar nicht mal so schwach, also das ist... Jetzt kommt da nochmal eine riesen Schar an Brücken und Bogenschützen, die sich aber eher gerade wegrittern lässt. Ja, die haben sich gerade gut... Was zur Hölle? War das die Schlange? Ah, aber gelöscht. Aber der Druck steigt. Boah, was hier wieder richtig rausge... Ich würde gerne sagen, Friedrich kann einen schönen Sparschwein schlachten, aber Geld ist nicht das Problem bei Friedrich. Die Schlange gerade echt nicht dabei, seinen alten Angriff abzublasen. Ja, wenn Friedrich jetzt kommen würde, wäre die Schlange relativ sturmreif. Sofern jetzt die ganzen Ballisten nicht wieder... Eieiei. Ich frage mich, woran liegt das an den zwei Leiterträgern, die noch dastehen? Dass die irgendwie vergessen wurden und erst wenn die kaputt sind, zieht sich die Schlange zurück. Ah ne, es könnte auch sein, dass es die Feuerballisten... Aber okay, wenn die Feuerballisten... Dann wundert es mich, dass es da hinten brennt. Es sei denn, es hat sich wirklich über die Farm ausgebreitet und ist da übergesprungen. Hm. Friedrich braucht wohl noch ein bisschen, bis er angriffsbereit ist. Und da kommt schon der Nächste. Also ich glaube wirklich, dass Friedrich jetzt bald einknicken wird, bei dem, was hier kommt. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Die kaiserlichen Pläne drohen zu... Gut, diesmal kein Kombinationsangriff, weil die Schlange erst jetzt wieder Angriffstruppen sammelt. Die Sklaven kamen zumindest ein bisschen weit. Und da hauen die Schwertis wieder drauf. Katapulte der Schlange wurden soweit vernichtet. Mir machen diese Feuerballisten hier riesige Sorgen.
War das ein... Nee, war kein Angriff. Ja, bis die mal... Puh. Selbst wenn die Ritter darauf hinreiten würden, werden die in den meisten Fällen schon unterschossen, wo sie da wären. Und wisst ihr, was das Übergemeine ist? Feuerballisten werden nicht vom Angstfaktor beeinflusst. Das heißt, sie kämpfen mit... Obwohl negativer Angstfaktor ist, kämpfen die mit voller Kampfstärke. Gut, Friedrich 235, das ist ja schon mal was. Ich meine, Friedrich könnte das Blatt noch wenden, wenn er jetzt irgendwie in einer guten Aktion die Schlange killt, aber solange er jetzt defensiv bleibt, wird er jetzt dann relativ bald überwältigt werden. Vor allem beim nächsten Kombinationsangriff. Das nächste Mal, wenn Schlange Vasier halbwegs kombinieren und dann Schlange ein bisschen buddeln kann, war's das. Dann wird untergetaucht. Ich sammle gerade ziemlich lange. Nicht, dass er gerade so einen Berserker-Angriff vorbereitet wie Richard damals, ne? Sich hier zerböllern lässt. Aber langsam hat er wirklich viele Truppen. Nächster Angriff der Schlange wird wahrscheinlich auch wieder nicht mehr so lange dauern. Aktuell ist noch alles offen. Also was man Friedrich wirklich lassen muss, ist, wie seitdem er Waffen kaufen kann, wie übel er Bogenschützen spammen kann. Das ist echt nicht ohne. Und so langsam, jetzt hat er schon über 300. Sollte er nicht schon längst angegriffen haben? Kann sein, dass er gerade wirklich überproportional viele Schwertkämpfer sammelt. Das könnte natürlich eine große Überraschung werden, wenn der jetzt plötzlich mit so 150 Schwertkämpfern vor der Burg, vor der Schlange steht, dann gucke ich nicht schlecht, weil das ist dann, dann ist wirklich GG für die Schlange, dann kann sonst was, also sofern die KI nicht aussetzen, da bleibt einfach vor der Burg stehen, dann haut er da ordentlich eine drauf. Oh, Angriff. Jetzt natürlich die Frage, eine Schlange ist nahezu voll besetzt. Es sind nicht so viele. Wo kommen die ganzen... Okay, es sind alles die ganzen Schützen. Ja, tschüss, Baumeister. Jetzt, ja gut, ich meine... Ein Tribok ist besetzt. Okay, wenn jetzt... hätte er jetzt aufgeschossen, hätte das Böse was werden können. Oh, und eine der Ballisten wurde sogar zerschossen. Nicht schlecht. Aber die Schlange hat nahezu alle Truppen gerade noch da. Oh, oh, jetzt kommen wir die Angriffsarmee vom Vasier. Also, ja, wenn der jetzt angreift, dann wird sich Friedrich wahrscheinlich zurückziehen. Und das war's dann mit der Angriffsarmee, ne? Obwohl, okay, das wurde ziemlich schnell abgewehrt. Friedrich am Kommen. Aber, es reicht, glaube ich, nicht. Aber es hat gut was gemacht. Okay, es bleibt spannend tatsächlich. Friedrich hat eine gute Chance durchzukommen gehabt. Also wäre jetzt die Angriffsarmee von der Schlange nicht da gewesen, hätte er jetzt komplett zersnackt. So ist es gerade ein bisschen schwieriger. Ja, aktuell. Will Friedrich noch nicht unbedingt weg. Und hat echt... Okay, Friedrich hat echt wirtschaftliche Verluste gemacht. Obwohl die Schlange jetzt die letzte Zeit gar nicht so stark angegriffen hatte.
und es keine großartigen Teamangriffe gab. Was die Schlange ein Geld hat mittlerweile, ist ja Wahnsinn. Gehen wir mal ein bisschen höher. Denn die nächste Aktion könnte noch ein bisschen dauern. Die Sklaven werden immer abgeschossen. Ja, tschüss Turm. Das eine Stück Katapult von der Schlange, das macht durchaus einen guten Job. Hier schießen zwar die ganzen Tribocke zurück und die Mangen, aber die müssen auch erstmal treffen. Deswegen, Mangen sind... Okay, wenn der Gegner mit ganz vielen Schilden kommt, dann sind Mangen desaströs. Aber, ui, okay, Kombinationsangriff. Kombinationsangriff, das könnte böse werden. Wenn jetzt die Lanzenträger zusammen mit den Bogenschützen kommen... Vielleicht noch mit den obwohl die Lanzenträger zuerst, das da könnte Friedrich noch Glück haben, dass der Bogenschütze noch durchhält. Na ja, gut, was hier braucht zu lange zum Sammeln. Das ist jetzt nicht wirklich zeitgleicher Angriff. Jetzt wird erstmal die Schlange abgewehrt und dann was hier. Jawohl, dann, das ist auch leichter gesagt als getan, ne? Aber da kommt was. Oh, okay, die Ritter, die haben da gut geschnitzelt gerade. Okay, jetzt bei solchen Truppen, die sich sammeln, sind Mangen natürlich auch praktisch, aber ich bin eher der Fan von den turmmodifizierten Ballisten. Also vor allem bei KI-Kämpfen. Ich meine, PvP, ich habe selbst gemerkt, wie desaströs Mangen da sein können, was die alles wegquetschen die ganze Zeit. Aber so bei KI-Kämpfen sind die Ballisten meistens immer... Also da hat sich gerade der Vasier selber ein Ei gelegt. Durch das Anzünden. Wir könnten mal speichern. Sulfri gegen... wo haben wir... Das haben wir... Haben wir das gar nicht gehabt? Sulfri gegen Philadin? Das wissen wir ja. Das Abklatsch gegen Richard Kalif, das weiß man ja auch noch. Na wie gut, wir haben Basir-Schlange. Schlasir. Da war nichts. So. Speichern. Holla, also okay, das Feuer tut weh. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Es könnte sein, dass Friedrich jetzt wirtschaftlich... Ja, wirtschaftlich bekommt er jetzt Probleme. Es ist zwar nur ein Katapult, aber auf Dauer macht das wirklich Aua. Jetzt schießt zwar eine Mange zurück, aber jetzt ist sowohl der Turm kaputt, als auch die Mange drauf, als auch die zwei Baumeister, die mitbesetzt wurden. Ich würde mal sagen, alles hängt davon ab. Sollte Friedrich noch einmal angreifen können, hängt alles an diesem einen Angriff. Ansonsten wird Friedrich jetzt einknicken. Vor allem, es braucht nur mal einen gut koordinierten Angriff der beiden und Friedrich ist weg. Friedrich baut sich so langsam wieder auf und drüben. Mittlerweile hat er wieder ganz gute Truppen. Wie gesagt, er muss einmal gut timen und dann... Wenn die Schlange weg ist und er seinen Fokus voll auf Vasir steckt, dann wird Vasir auch ein bisschen in Schwierigkeiten stecken. Vor allem, weil dann die Nervritter da sind und ein bisschen Rasur starten. Ich meine, okay, Vasir hat jetzt ein bisschen Reserven, aber die gehen schnell zunichte dann. Okay, die Feuerballisten werden ein bisschen standhalten schon. Wie die Schwertkämpfer wirklich kurz vom Ziel kehrt gemacht haben. Wahnsinn. Ich kann sagen, Angriff? Nee. Einfach Patrouillen. Das ist halt das, was sie so gefährlich macht. Was hier? Zwei Sachen machen ihn so gefährlich. Erstens das Feuerballisten-Gespamme bei den Störballisten, wenn es mal funktioniert, richtig. Und zweitens eben die ordentliche Anzahl an dritten Bogenschützen. Der kann da wirklich böse Nerven mit. Wenn man sich das so auf der Minimap anguckt, das kommt echt vor wie so eine Ameisenkolonie. Brrr. Oh, Angriff. Und oh, die Schlange wird ein bisschen zu früh gekommen.
aber trotzdem gefährlich. Nicht für den Burggraben von Friedrich, aber allgemein trotzdem gefährlich. Versuchen jetzt zwar hinten wieder den Burggraben hochzukommen, aber sie könnten es ja sogar schaffen, wenn da wieder ein Bogenschütze draufsteht oder so. Aber so. Jetzt erstmal ein kleines Feuerchen mal wieder. Wirtschaft von Friedrich funktioniert noch. Die ist nach wie vor nahezu unangetastet. Okay, Ochsen hier auch verteilen könnte mal wieder besser sein, aber Haupteinkommen ist eigentlich von Friedrich eher die Eisenminen. Sind eher die Eisenminen. Ja, aber Friedrich braucht noch eine Weile, bis er angreifen kann und will. Speichern. Da schauen wir mal, was so passiert. Doch länger geworden, das der erste Kampf, als ich dachte. Ich dachte, er wird schneller entschieden. Was daran liegt, dass für normal Friedrich relativ schnell die Schlange wegklatscht, wenn er nicht gerade von den Feuerballisten genervt wird. Und auf der anderen Seite ein ordentlicher Vasier-Schlange-Teamangriff, der bis jetzt noch nicht so richtig stattgefunden hat. Ist klar, ist immer wieder ein bisschen Glück im Spiel, aber aktuell hat Friedrich da wirklich viel Glück, was das angeht, dass die nicht ganz perfekt getimt sind. Mal richtig gut getimter Angriff von Schlange-Vasier, was durchaus passieren kann, würde Friedrich ziemlich schnell ausnocken. Auf der anderen Seite natürlich Friedrich, wenn er ungestört ist und sich nicht so blöd sammelt, sowohl auf Vasier als auch Schlange kann er auch sehr schnell was erreichen. Also ich bin eigentlich von der schnelleren Partie ausgegangen. Auch von den Tests, die ich schon gemacht habe. Hier kommen gerade so viele Glücksfälle zusammen, dass der Sultan übertrieben lange überlebt hat, dass Friedrich jetzt vom Timing her ein paar Glücksfälle hat. Aber das tut jetzt langsam weh. Wenn jetzt bei dem, was hier alles steht, jetzt die Schlange... Es hat nicht mal die Schlange gebraucht. Der Vasier hat aufgebuddelt mit den Sklaven. Jetzt ist Polen offen. Große Schlacht mitten in der Burg. Das wehrt Friedrich natürlich ab, aber jetzt das hat halt wehgetan, ne? Oh, die Balliste. Oh, Schlange. Oh, angezündet. Alter Falter. Uff. Aber die Feuerlöscher halten noch gegen. Okay, er hat sich... Aber... Hat er sich davon erholt? Das Ding, solange die Balliste steht, brennt es gleich nochmal. Die Balliste hat lieber die Bauern angeschossen als die Bogenschützen. Okay, Friedrich baut langsam wieder auf, hat jetzt aber ordentlich was von seinen Angriffstruppen auch verloren, was ihn nochmal zurückwirft. Das war jetzt ein halbwegs getimt. Das war noch nicht mal ein gut getimter Angriff zwischen Vasier und Schlange. Effektiver wäre es gewesen, wenn die Lanzenträger zusammen jetzt mit den arabischen Schwertkämpfern reingekommen wären. Das wäre fatal gewesen. Weil gesteckt, also wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und die Lanzenträger können da tatsächlich bewirken, dass die arabischen Schwertkämpfer sich um einiges besser stacken können. Weshalb das so ein Todesrasierer dann entstanden wäre. Dass ich durch Friedrich durchgeflext hätte. Aber Friedrich schon wieder ein bisschen die Verteidigung aufgebaut. Der will jetzt noch nicht unbedingt so schnell gehen. Ich könnte Friedrich sogar noch einen Angriff hinzubekommen, wenn er jetzt ein bisschen sammeln kann. Ein Angriff wäre eventuell noch drin. Und er könnte unter Umständen, je nachdem, wie es vom Timing hinhaut, sogar erfolgreich sein. Dann könnte er noch das Blatt wenden. Aber aktuell, würde ich sagen, steht so 70 bis 80 zu 20, 30 gegen Friedrich. Oh, da kommt ein Angriff, aber... Die meisten seiner Angriffstruppen müssen noch tot sein. Greift jetzt was hier an? Nee, er muss die Schlange an. Oh Gott, er sammelt sich richtig bescheuert. Ich meine, okay, er hat den Vorteil, dass die Schlange weg ist, aber... obwohl, das könnte was werden.
Das könnte tatsächlich was werden. Oh mein Gott. Und jetzt kommt das Geld wieder. Okay, Friederis wieder im Spiel. Obwohl das eine behinderte Route genommen hat, hat es trotzdem funktioniert. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Meine Güte, Friedrich holt das Comeback. Genau so habe ich mir übrigens... Das Reich fordert einen Nächsten. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Genau so habe ich mir übrigens das Comeback beim Spiel gegen Emir Ab vorgestellt. Dass er auch über eine Stunde ging, wo ich mir echt dachte, jetzt schafft das noch und dann... Oh, doch nicht. Einfach nur, weil er die Truppen zurückgezogen hat. Der hätte es wahrscheinlich geschafft, hätte er weiter angegriffen. Ja, jetzt geht es nur noch gegen den Vasier und das könnte jetzt interessant werden. Wir haben jetzt einen Endgame-Vasier gegen einen etwas zurückgedrängten Kaiser Friedrich, der jetzt aber wieder am Aufbauen ist. Und es war so knapp. Hätten Vasier und Schlange ein bisschen häufiger kombiniert angegriffen, hätte es Friedrich zerhackstückt. Vor allem, weil er sogar schon gebrannt hat. Also da war wirklich kurz vorm... Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Ein bisschen Nachdruck und er wäre über den Jordan gewesen. Jetzt ist er so stark wie nie zuvor. Vor allem dank der 10.000er Finanzspritze von der Schlange. Jetzt wird's interessant. Ich meine, Vasir kann Friedrich besiegen, auch alleine. Die Briten im Bogenschützen in der großen Masse und richtig viele arabische Schwertkämpfer irgendwann. Und ihr habt gesehen, selbst Vasir alleine schafft es, mit den Sklaven hier durchzubrechen. Das darf man nicht vergessen, weil Vasir hat durchaus das Potenzial, weil eben die Briten, weil so viel Deckung gegeben wird von diesen ganzen Einheiten, dass da mal die Sklaven wirklich buddeln können. Aktiv. Ui, sind die gerade durchs Feuer gerannt ein bisschen? Da kommt. Oh, nächster Angriff. Ich will es jetzt echt wissen. Aber aktuell. Jetzt haben wir eine Feldschlacht. Oh, boah, Ballisten direkt vorm Gesicht aufgebaut. Die Feuerwerfer. Jetzt haben wir hier eine Feldschlacht zwischen europäischen und arabischen Schwertkämpfern. Okay, das Match bietet gerade alles. Brechen durch, aber gegen ewig viele Feuerballisten auf der anderen Seite hier gegen Armbrustschützen. Dann noch das ganze Feuer. Also gut, bis Friedrich hier durchkommt, vergeht auch eine ganze Menge Zeit, einfach weil so viel Feuer ist. Kryptoniter Schwertkämpfer. Neben Armbrustschützen und Feuerballisten. Die Schwertkämpfer haben verdammt viel Kryptonit dafür, dass die so arschlahm sind. Ich hoffe, man hat jetzt nicht so viel was am Mikro gehört. Ich muss gerade eben kurz ein bisschen ausrichten. Okay. Der Kampf dauert noch ein bisschen. Beschleunigen wir mal wieder. Und schauen mal, wie es weitergeht. Das war jetzt überraschend. Speichern. Ich dachte wirklich, das war's für Friedrich. Ah, aber Vasir hat das Problem, dass ihm so langsam die finanziellen Reserven ausgehen. Jetzt, wo sich Friedrich auf ihn konzentriert, wird es ein bisschen teurer für ihn. Und ja, die Ritter können hier und da, wenn sie sich jetzt doch mal auf die Ballisten konzentrieren, doch mal was ausrichten. Wenn die Bogen ein bisschen näher dran, könnte Friedrich sogar auf die... Oh, vergiss das könnte. Ich glaube, er schießt sogar auf den Turm. Aber er trifft in den seltensten Fällen. Aber er trifft hier und da. Der eine Tribocker. Was das auch für eine Reichweite ist, ne? Ach ja, übrigens. Das ist auch eine Kritik, die ich noch anbringen muss. Übrigens, weil ich Stronghold Europe schon getestet habe. Ich merke es gerade wieder. Das allergrößte Problem ist Stronghold Europe, was hier basiert auf der neuesten Version von Stronghold, also Version 1.4. Was bedeutet, auch wenn ich die Auflösung zurückstelle, wie ich sie gewohnt bin, die Scrollgeschwindigkeit ist viel zu hoch. Das ist etwas, was mich bei 1.4 nervt, ist, dass die Scrollgeschwindigkeit ja an die Full-HD-Auflösung angepasst ist. Und dementsprechend, selbst wenn man es auf Slow stellt, man viel zu schnell scrollt. Also eine viel zu ungewohnt schnelle. Daran muss ich mich dann auch gewöhnen, wenn ich spiele. Lustigerweise hat es sogar die alte Version. Also sogar die nicht 1.4 Version. Von Stronghold Europe. Ich habe da ein bisschen mit der Version rumgespielt, inwiefern ich so deutsche Dateien mit englischen austauschen kann. Und an englischen Texten kommen wir nicht vorbei. Vor allem für den Goldzugmarsch und für die Kampagnen. Aktuell. Ich habe da ein bisschen herumprobiert die letzten Tage. Okay.
Aber jetzt ist, hätte Friedrich die ganze Zeit ein Basier beschossen, wäre ihm einiges weitergekommen. Ritter, jetzt wurde die Ritter auch aktiv. Ich meine, die kommen sogar überraschend gut an den Ballisten vorbei. Und da kommt der nächste Angriff. Und wenn das sich jetzt mal auch wirklich ausbauen kann mit seinen ganzen... Ja, von der Seite... Alter, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trebuchets. Menge an... Ich meine, auf diese Weise kann er denn... Weil sie halt schon wirklich ziemlich effektiv... wirtschaftlich auch zerklopfen. Jetzt die Ritter, die ganze Zeit nerven, dann die Angriffe, die kommen, dann noch die Tribocker, die immer alles zerschießen. Und das sind mittlerweile ordentlich was an Schwertkämpfern. Friedrich fletscht die Zähne. Ah, Friedrich wütend. Und aktuell, okay, hier sind noch die paar Feuerwerfer, die da sind, könnten vielleicht Friedrich komplett den Tag verderben. Aber es gibt jetzt genug Stellen, die jetzt gerade freigeschossen sind. Aber an sich, das Gefährliche an dieser großen Sternburg ist eben, dass sich alle Nahkämpfer wirklich außenrum verteilen. Und wenn überall Feuer... Also das, wenn sich mal eine Bresche bildet, okay. Aber bis sich die Bresche bildet, ist es halt echt übel. Und die europäischen... Ja, es hat sich ein kleiner Häcksler gebildet, aber es hat nicht ganz gereicht. Aber auf der anderen Seite ist der Vasier jetzt wirklich ziemlich besinnungslos geraidet worden. Hui. Das hat gereicht? Auf den letzten Mann. Fast. Es hat bloß noch gefehlt, dass Friedrich persönlich mit dabei ist noch. Den letzten Schlag geholt hat. Okay, das war ein sehr interessantes Match. Also viele Wendungen, die ich so nicht erdacht hätte. Krass. Ja, das war der erste Sieg für Friedrich Sultan. Ich bedanke mich fürs getötete Einheit. Gemacht, das Gold hat am meisten der Vasier sich geholt. Wahnsinn. Na gut, der muss hier auch rausprügeln, wenn man sich bedenkt, was der spammt an berittenen Bogenschützen, an Feuerballisten und an arabischen Schwertkämpfern. Das kostet alles eine Menge Knete. Der braucht das Geld auch. Meisten produzierten Truppen trotzdem Friedrich, hauptsächlich die Bogenschützen. Alles klar, das war das erste Match. Wirklich interessantes Match. Und wir sehen uns morgen beim Rückspiel. Mal gucken, was daraus wird. Denn eigentlich ist da Friedrich Sultan wieder ein bisschen mehr im Vorteil. Einfach nur, weil Friedrich weil Friedrich, wenn er die Schlange angreifen will, wie hier, einen kürzeren Weg hat. Aber auf der anderen Seite ist der Sultan wahrscheinlich um einige schneller down. Weil der Sultan hat vor allem so lange gelebt, weil der Vasier ja auch Kreuz angegriffen hat und sich von Friedrich hat abböllern lassen. Wenn der Sultan um einiges schneller fällt, kommt Friedrich vielleicht gar nicht dazu, die Schlange zu töten. Wer weiß, wer weiß. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen beim Rückspiel.